Hier kommt das fetteste Brot der Welt, Freunde, ganz genau. Und wie das geht, zeige ich jetzt. Messer nehmen und ein schönes Loch oben reinschneiden. Rauspulen, zur Seite stellen und ein paar Eier hier in den Topf werfen. Dann Schinken und Salami klein schnippeln und zu den Eiern geben. Eine ordentliche Ladung Käse dazu, Salz und Pfeffer nicht vergessen. Und dann wird die Masse umgerührt und rein in das schöne Brot. Und jetzt wird es endlich mal ein fettes Brot. Käse ordentlich drüber, extra Käse und Bacon oben drüber zur Optik. Ab in den Backofen und 180 Grad später sieht das Gefährt so aus. Oh, dieser Sound. Anschnitt. Ein bisschen Petersilie für die Girls oben drauf und fertig. So, Freunde, das nenne ich fettes Brot. Ab in den Hals. Geil. Hier noch ein kleiner Pro-Tipp. Schmiert ein bisschen Kräuterbutter oben drauf.